Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Montag, 29. September. Unser Andachtswort steht in Johannes 15, Vers 4. Jesus sagte: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Menschen in Palästina waren hauptsächlich Bauern und Hirten. Für viele Bauern war der Weinbau wichtig. Palästina war damals ein fruchtbares Land. Erst Jahrhunderte später, nach der jüdischen Zeit, brachten Raubbau und Misswirtschaft schlimme Verödung. Der Vergleich, den Jesus hier benutzte, ist einfach zu verstehen und überzeugend. Eine Rebe bringt nur Frucht, wenn sie in Verbindung mit dem Weinstock bleibt. Eigentlich geschieht das ja automatisch, aber Jesus dachte hier vielleicht an eingepfropfte Reben. Daher fordert er zum Bleiben auf. Bleibt in mir, das ist sein Gebot. Auffallend ist, dass Jesus hier keine Verhaltensmaßregeln gibt. Er sagt nicht, das und das müsst ihr tun, das und das ist verboten. Jesus verspricht: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die Frucht wächst dann automatisch. Dies gilt im christlichen Leben für die sogenannte Frucht des Heiligen Geistes: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aus diesen Charaktereigenschaften erwächst das rechte Verhalten. Es bleibt die praktische Frage: Wie geschieht das Bleiben in Christus? Jesus gibt klare Hinweise. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das mit Abstand Wichtigste ist das Beten, damit der Draht zu Gott nicht abreißt. Bei dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant, er lebte von 1724 bis 1804, fand ich das Wort: Ordnung ist die Verbindung des Vielen nach einer Regel. Das Vielerlei unseres Alltags verlangt, wenn es nicht Chaos werden soll, nach einer Ordnung, einer Regel, übertragen nach möglichst festen Gebetszeiten. Dazu gehört ein anderes. Die Worte von Jesus sollen in uns bleiben. Dazu müssen wir uns mit ihnen beschäftigen, nicht nur in der Predigt oder im Bibelgespräch, im Gottesdienst. Wir müssen sie persönlich in uns aufnehmen. Wie Jesus Menschen behandelt hat, gibt uns Hoffnung. Seine Verheißungen geben uns Zuversicht beim Bitten. Seine Gebote zeigen uns, wie wir uns verhalten sollen, denn auch das gehört zum Bleiben in ihm. Dieter läutert.